Hallo ihr Lieben, willkommen zurück auf meinem Kanal. Es geht wieder um ein Restock von der Traumdüfte von der lieben Jenny. Was ich euch sagen muss, mein verspätetes Video, ich habe mein Paket erst heute erhalten. Der Restock war gestern Mittag, aber dennoch werde ich die Düfte vorstellen, weil da kann ja keiner was dafür, dass der Post sich so verspätet hat. Und ja, dann beginne ich auch gleich. Die liebe Jenny hat im Shop diesen Monat eine Probierbox. Einmal mit Parfümig Frisch und einmal mit Foodie und Frucht. Ich habe die Foodie Frucht und die liebe Petra hat Parfümig Frisch, die euch vorstellt und zeigt. Und diese Box kostet dann im Shop 14 Euro und das sind ordentliche Stücke, Leute, die kann man echt mega testen und die sind echt groß und super gemacht. Mir gefällt das sehr. Die Düfte, die da drin sind, das sind Sweet Sunset, na, kann ich auch näher bringen, Raspberry Granita und Frangipani, Apple Blossom, Satsuma. Toffee Danish, Haselnuss Marshmallow Fluff, Vanille und Macadamia und Vanille Sugared Pretzel. Die Düfte werde ich euch auch einzeln jetzt hier vorstellen. Habe ich auch bekommen. Damit beginne ich auch gleich. Und die Scentshots, die mittelgroßen, die sind jetzt auch im Angebot den Monat. Von 3,40 oder 3,50 kostet es den Monat 3 Euro. Und mit dem beginne ich auch gleich. Einmal der Satsuma. Ja, Satsuma. Erinnert mich an den Nimm zwei Bonbons. So süß. Genau so riecht er für mich. So. Dann Apple Blossom. Es riecht nach Apfel. Der Apfel ist für meine Nase. Ich habe ja mit Äpfeldüften nicht so, aber der ist hier cremig und im Hintergrund rieche ich wirklich so die Blüten. Also es ist kein purer Apfelduft für meine Nase. Es ist wirklich eine cremige Apfel mit Blüten. So. Vanille Sugared Brezel. Da kommen wir zu Fugi. Ja, hinten riecht man eher ganz, ganz leicht diese Brezelduft, vorne gar nicht. Vorne riecht es eher für mich fast so ähnlich wie Vanillekipfel. Aber hinten ganz leicht auch der Brezelduft. Also ich mag diesen Duft auch sehr. Raspberry, Granita und Frangipani. Rieche eher bei dem hier eher die Frangipani. Ja, wenn man hinten länger schnuppert, dann riecht man auch leichte Himbeere. Aber was die Granita ist, wahrscheinlich auch ein Raspberry Granita. Also hinten rieche ich ganz leicht die Himbeere, aber vorne ist die Frangipani schon dominanter. Toffee Danish. Sie hat die ganz die perfekten passenden Farben genommen. Das ist auch Karamell, ne?
Das ist, riecht für mich wie, wie soll ich es erklären? So ähnlich wie der riecht wirklich. Da soll ja weiße Schokolade mit drin sein, so Blätterteig. Ich rieche hier einfach eine ganz leckere süße Toffifee raus. Weiß nicht, das süßcremige kann auch von der weißen Schokolade kommen. Also sehr, sehr, sehr lecker. Toffee Danish. Sweet Sunset. Der Sweet Sunset ist wirklich ein süßer, spritziger, fruchtiger Duft. Was auch wirklich sehr gut gelungen ist. Süß, spritzig und fruchtig. Orange, Zitrone, Apfel, Erdbeer, also alles Mögliche. Ganz lecker. So, der letzte dann von dem Probierback. Haselnuss-Marshmallow Fluff. Ich liebe Marshmallow-Düfte in so einem Farbverlauf. Oh ja, da riecht man Haselnuss raus. Ja, hinten riecht man auch wirklich Marshmallow raus. Vorne, also hinten, Marshmallow mehr als wie vorne. Also beides kann man schön rausriechen. Das war's schon von der, was auch hier in der Probierback drin ist. Dann geht es hier weiter. Alpine Breeze. Ein sehr schönes Blau, was mir gleich in die Augen sticht. Oh ja, eine frische Meeresduft. Ist der toll. Der Alpine Breeze, ein frischer Meeresduft. Aber nicht spritzig. Gefällt mir sehr. Puppies in Schwarz. Die Glitzer sind ja süß. Sind das Lippen? Das ist parfümig, maskulin, etwas frisch. Der gefällt mir auch sehr. Maskuline, leicht frischer Duft. White Peach and Silk Blossom. Das eine rein Blütenduft für meine Nase. Für mich eine pudrige Blütenduft. Ganz angenehm. Dann Plush. So schönen Glitzer in Lila gegossen. Der ist, geht für mich in die feminine Richtung. Auch Blüten, feminin, also leicht parfümig. Also leicht parfümig, feminin, so in florale Richtung. Dann Cauldron Chaos. Oh Gott, hoffentlich spreche ich es richtig aus. Cauldron Chaos. Cauldron.
Mit so süßen Smileys drauf. Auch einen lila kalten. Oh, das ist eine Bärenduft. Also ich hätte das so eine dunkle Bärenduft gehalten, so eher so ganz Heidelbeer, ganz, ganz stumpfe, aber das ist Lakritz, Leute. Eine pure Lakritz. Aber ich würde auch sagen, dass ich da auch Heidelbeer rieche. Also Heidelbeer und Lakritz sind ja nicht so meins. Also für mich gehen beide, also der Duft in die beiden Richtungen. Also das ist ein Lakritzduft. So, also. Cool Crunch. Crunch ist auch wirklich süß. Süß, floral, auch leicht fruchtig. Ja, das ist auch leicht fruchtig. Ein toller Frühlingsduft. Ja. Der Midnight Moon, schönen Farbverlauf, das ist ein maskuliner Duft, auch maskulin frisch, aber tick dunkler als der vorige, auch sehr schöner Farbverlauf, also der ist tick dunkler als den von vorher. Expressions und Express, also Expression steht drauf, Expression, denke ich mal. Auch sehr schöne Farbe mit den Glitzern. Der könnte ein Parfümdupe sein. Ja, das ist, also 80% für meine Nase ist das ein Parfümdupe. Ein leichter, femininer Parfümduft für mich, was mir sehr gefällt. Ich liebe auch Parfümdüfte sehr, maskulin oder feminin, gefällt mir sehr. Nehme ich hier die Stapelleiter. Vital Energy. Vital Energy. So florales Badduft für meine Nase. Ich rieche florales und aber auch cremiges. Das ist für mich ein Badduft Vital Energy. Floral, cremig. Lavender Cotton Blossom. Und lila kalten. Lavendel riecht man direkt raus. Hinten eher mit, also vorne riecht man die Lavendel dominanter raus, hinten auch die Blüten. Ob man wirklich einen Blumenstrauß mit Lavendel in der Hand halten würde, so riecht es. Ein schöner Frühlingsduft. Leonora. Auch in sehr schöne Farbe kalten. 1:1 Lenore. Ich liebe diesen Duft. Riecht 1:1 wie Lenore, der die kennt. Ne? Rebelle. So ein bisschen cremig gelb.
auch floral. Der könnte auch in die, das ist auch ein blumiger Duft. Könnte auch als Wäscheduft einordnen, also für meine Nase. Auch floral, wirklich sehr floral, cremig. Auch ein sehr schöner Duft, Rebell. Black Opium. Und Schwarzkalten. Ja, das ist der Duft zu Black Opium. Das ist ja auch ein floraler, dunkler, femininer Duft. Caramel Pie Tabacco. Ich liebe ja Tabakdüfte, so erdige Tabakdüfte. So, und diese Mische, das ist ein Farbverlauf, also ich rieche wirklich eine mega schöne, leicht süße Tabakduft draus. Mal schauen, wie er warm wird. Also ein sehr, also man riecht keine Foodie-Karamell raus. Also ich rieche da keine Foodie-Karamell, ich rieche da einen sehr schönen Tabakduft draus. So. Beautiful Day ist auch eine schöne Sommerduft. Ja, eine süße florale Duft. Süß, floral und auch fruchtig. Hinten riecht man das Fruchtige mehr. So rote Früchte mäßig und floral. Sehr schöner Duft. Dann gehen wir mal zu den kleinen Sandschatz. Chocolate Orchid. Was ich bei mir merke, ich mag ja eigentlich keine Schokoladendüfte, Leute, aber ich liebe Orchidee sehr. Wenn man irgendwas mit Orchidee gemischt ist, dann ist es meins. Und dieser Duft, zumindest kalt gerochen, ist es eine Femo, also eine Mega-Mischung. Gefällt mir sehr. Man kann wirklich beides rausriechen. Ihr müsst es probieren. Bliss. Auch eine sehr schöne florale Duft. Auch floral süß. Frische. Gefällt mir sehr. Sehr schöne Farbe. Delicate oder Delicate. In Weiß. Dieser Duft erinnert mich an etwas. An etwas ganz Frisches. Leute, da muss ich einmal ganz kurz spitzeln. Also in der Beschreibung steht Zitrone mit Früchten. Aber das erinnert mich an ein so Getränk mit so zitronigen, also so frische Getränke erinnert das mich. Also das ist Zitrone mit Früchten. Riecht lecker. Rainbow Kiss. Das ist ein süßer Himbeerduft. Süße Himbeer. Vielleicht leicht floralen Touch. Das ist ein süßer Duft. So eher süß,
So, vielleicht so Unicorn-mäßiger Duft, so Prinzessinnenduft. So riecht es. Was die liebe Jenny noch im Shop hat, Brittles. Ich habe sie hier als Toffee Nut. Also Nuss und Toffifee. Sie hat auch Brittles im Shop. Und sehr schön gegossen. Oh, Nuss riecht man ja mega raus. Hätte ich jetzt eher umgekehrt erwartet, eher das Karamellnote vielleicht. Nein, da kommt Nuss. Und im Hinten kommt es auch wirklich das Toffifee-Duft. Richtig nussiger, leckerer Duft. So, dann habe ich hier als Snapbar Spa Deluxe mit schönem Farbverlauf. Na, jetzt rutscht meine Finger, weil ich so viel Wachs angelangt habe. So, ich liebe die Farbverläufe. Klar, Spa, Lavendel, Blüten, cremig. Eine sehr schöne beruhigende Duft mit Lavendel, was mir auch gefällt. Vanille und Macadamia in dem Clamshell-Form, was ich auch sehr schön finde. Ich weiß nicht, ob ihr Macadamia-Nüsse kennt, Leute, und ich kaufe das wirklich oft und danach riecht es und leicht vanillig noch. Ja, der riecht wirklich nach Macadamia-Nüssen. Und im Hintergrund auch Vanille. So, das war auch jetzt der letzte Duft. Von den Beschreibungen her, dann haben wir noch wie immer ein kleines Dankeschön. So. Und da ist einmal der Coconutmilch. Milch. Ja. Ja, der riecht wirklich. Na, Kokosnussmilch. Also kein anderer Touch ist mit drin, nur Kokosnuss und Kokosnussmilch. Genau so riecht der. Da kommt einmal der Bonbon. Auch in Lila. Ich hätte jetzt gesagt, der würde nach Bum-Bum-Eis riechen, aber überhaupt nicht. Der riecht eher so toll feminin floral. Der gefällt mir ja mega, dieser Bum-Bum. Feminin, süß, floral. Könnte auch ein Dupe zu einem Parfüm sein. Gefällt mir. Und das war's auch schon, meine Lieben. Ich hoffe, euch hat Spaß gemacht. Mir auf jeden Fall, wie immer. Und wir sehen uns vielleicht in einem anderen Video nochmal. Macht's gut, ihr Lieben. Tschüss.